Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Go, also Let's Go, Evoli. Evoli hat mir vorhin was geschenkt, ich zeige euch mal was. Erstmal zeige ich euch aber auch, wie mein Team jetzt gelevelt ist. Wir sind alle so Level 30, weil ich viel offscreen gefarmt habe. Heißt, ich habe geshiny-shained und natürlich habe ich kein Shiny bekommen. Ich versuche es sogar und kriege kein Shiny. Evoli hat mir gerade ein Goldblatt gegeben. Das sieht wertvoll aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich das verkaufen muss. So, wir gehen jetzt aber einmal zu Misty. Die will uns ja in die Dicta-Höhle bringen. In die Dicta-Höhle bin ich auch schon gegangen und habe ein paar Dictas gefangen. Aber wir gehen jetzt einfach mal mit Misty hin. Vielleicht gibt es noch was Tolles. Da wären wir. Das ist die Dicta-Höhle. Sie heißt so, weil sie von Dicta gegraben wurde. So, ich mache mich auf den Weg. Ich hoffe, du begegnest hier viel mit vielen tollen Pokémon. Ja, ich bin auch schon durchgegangen, Misty. Aber gut. Gehen wir halt nochmal durch. Ich bin ja nicht mit euch durchgegangen. So. Ja, Dicktas gibt's hier Zubats. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Zubat schon? Ich glaube nicht. Hat man irgendwie ein Zeichen, wenn man einen Zubat schon hat? So. Und ich muss sagen, ich habe das Farming im Handheld-Mode gemacht. Und das Fangen im Handheld-Mode ist ja so ein Easy-Mode, ne? Das ist kaum zu fassen. Dagegen ist das hier echt Meisterklasse. Unglaublich, dass Handheld und TV-Mode so unterschiedlich sind. So, Zubat haben wir gefangen. Haben wir einen Pokédex-Eintrag oder wie sieht's aus? Tauboga erreicht Level 32. Vielleicht wird's jetzt Tauboss, dann hätte ich ja pünktlich angefangen hier. Na, XL, nee, ist nicht. Ah, doch, wir hatten schon eins. Okay, wir haben schon einen XL-Zubat. Okay, Dicktas fange ich jetzt mal nicht. Davon habe ich schon ohne Ende gefangen und alle auch weggeschickt schon. Ich würde stehen bleiben. Ein Dicktri habe ich auch schon. Dicktri. Hieß es Dicktri? Dicktri. Ja, ne? Ein Onix oder so würde ich nehmen. Chanera kann ja ausbauen. Chanera habe ich aber auch schon gefangen. Zumindest ist mir hier mal ein Chanera entgegengekommen. Ja, sonst war das nichts. Nix. Sonst ist nichts hier in der Höhle. So. Und wir haben ja jetzt unseren Zerschneider. Ich vergesse immer, wie der heißt. Goddammit. Wie heißt die Attacke? Spaltschnitt. Das ist so ein Kackname. Wieso nennen die das nicht Zerschneider? Livovoli. So, man kann hier, glaube ich. Achso, hier stand ein Wissenschaftler, der hat gesagt, komm mal rein. Hier drin draußen ist es aber zu hell, ich will dir was zeigen. Den habe ich leider getriggert. Konnte ich nicht verhindern. Aber ich bin nicht reingegangen. Ah, da bist du ja. Dann zeige ich dir am besten gleich, wovon die Rede ist. Es ist mir nämlich endlich gelungen, die geheime Technik Lichtflut zu meistern. Augenblick, ich dunkle mal eben den Raum ab. Nennt es doch Blitz. Nennt es doch Blitz. Ich weigere mich gerade, seinen Text vorzulesen, weil sie einfach Blitz zu Lichtflut ändern. Siehst du, jetzt sieht es hier drin wieder hell aus. Obwohl das Licht immer noch aus ist. Du fragst dich nun wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und vor allem im geistigen Auge sehen. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe, also auch auf dich. Huch, will mir dann Evoli etwa sagen, dass es die geheime Technik am liebsten selbst erlernen würde? Wie bitte, es hat die geheime Technik Spaltschnitt auch schon ein weiteres ohne weiteres erlernt? Da bin ich sprachlos. Professor Eich hätte zwar erwähnt, dass dein Evoli kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das übersteigt meine kühnsten Träume. Einfach faszinierend. Werde mein Bestes tun, um ihm die geheime Technik beizubringen. Aber dafür muss ich erst den Raum wieder dunkel werden lassen. Einen Augenblick. So, es kann losgehen, Evoli. Jetzt heißt es Konzentration. Werde eins mit deiner Umgebung. Einmal tief durchatmen. Und jetzt flute den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Lu hat die geheime Technik Lichtflut gelernt. Dein Evoli ist einfach unglaublich. Ich hoffe, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner geheimen Technik. Vergiss nicht, geheime Techniken sind keine Attacken. Dein Partner-Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. So, da darf ich jetzt durch diesen Felstunnel gehen. Okay. Dass die hier alles umbenannt haben. Spaltschnitt. Lichtflut. Hey Nephias, hast du dir auch die geheime Technik von Professor Assistenten beibringen lassen? Was? Er hat sie Lu an deiner Stelle beigebracht? Dein Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo ihr die Technik ausprobieren könnt. Wie wär's? Soll ich dich hinbringen? Ja, komm. Ich bring dich sofort hin. Los geht's. Wir sind jetzt in Azuria City. Von hier aus geht es weiter in Richtung Osten. Hier entlang. Lauf einfach immer weiter, bis du den sogenannten Felstunnel erreichst. Da drin ist es stockdunkel, sage ich dir. Im Inneren des Felstunnels hilft dir die geheime Technik Lichtflut bestimmt weiter.
Also dann, ich mach ihn mal aus dem Staub. Tschüss, Mann. Machst du den Busch schon mal weg? Natürlich nicht. Bist du über den Zaun geklettert, hm? Dachte ich mir. So, hier gibt's einen Haufen Trainer. Oh, Nidora. Venorino. Oh, du hast Pokémon dabei. Jemand wie du bist leichte Beute für mich. Okay. Ich bin überlevelt, wollte ich nur mal sagen, ne? Also ich hau euch jetzt wahrscheinlich alle One-Shot weg. Just saying. Evoli? Meins hat die coolere Frisur. Meins ist auch heller, oder? Lu dreht richtig auf. Das hat mir vorher ein Herzchen gegeben. Macht's das immer? So. Easy game. Ach, Duflo kommt auch. Verdammt. Aber wir haben eine Feuerattacke. I. Voll eklig. Flackerbahn. Mein Gott, bin ich überlevelt. Das ist so schlimm. Das Schlimme ist, ich habe ja nicht mal gekämpft. Es gab ja keine Trainer auf meinem Weg. Es gab ja nur wilde Pokémon. Und wenn man wilde Pokémon chaint, überlevelt man automatisch. Man kriegt durch die Chain-Multiplikator, dann kommen große, kleine Pokémon. Und zack, bist du überlevelt. Voll schlimm. Trigaria, nicht bericht. Garados muss eine Wasserattacke lernen, das wäre auch ganz praktisch. So. Wenn Garados mal eine Wasserattacke lernt, wäre ganz geil eigentlich, wenn ich mir so recht überlege. Dann haben wir alles. Elektrofeuer. Alles. Onix. Habe ich auch bald, dann kann ich auf dem reiten. So, Rasierblatt hat es gelernt übrigens. Wow. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Ultrigaria. Mach nochmal. Zack, zack, zack. Voll die Killer jetzt. Wir rocken jetzt erstmal hier alle Trainer weg. Das wird jetzt echt nicht spannend. Da, 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 da. Supertrank. Nehme ich gerne mit. So, auf Evolis Schweif achten, dann kriegen wir vielleicht auch nochmal ein paar Items mit. Ach du großer Gott, dieses Gebiet ist ja riesig. Ja, den mache ich einmal, weil den müssen wir machen, wenn wir hinten irgendwie runterfallen. Ansonsten scheint hier nichts zu liegen. Rudolf, Kleinstein. Drei Pokémon hast du. Hast du wenigstens Kleinstein, Georock, Geowatz? Das wäre geil. Ich glaube, das wird wieder eine sehr trainerlastige Folge jetzt. Es tut mir leid. Wenigstens one-hitze ich alle. Und bin dadurch auch schneller, weil ich ja locker 10 Level über dem bin. Noch ein Kleinstein? Ach komm, ist so langweilig. Wenn ich wenigstens die drei Entwicklungen hätte, weißt du? Das wäre wenigstens noch spannend. Aber so, wenn er jetzt noch einen kleinen Stein hat, ist echt lame. Ach komm, du bist doch nur eine Nervensäge. Das ist doch nur so ein Nervtrainer, dass wenn du runterfällst und in den Reihen läufst, du einfach nur genervt bist von dem. Wundert mich, dass der keine 6 hat. 6 Kleinsteins. So. Sehr schön. 880 Pokédollar. Ist überhaupt nicht gelohnt, der Kampf. Gibt's hier irgendwo... Aha. Ah, Sananabären. Hat sich doch gelohnt, hier hinzugehen. Okay. So, dann machen wir da oben mal den Haufen an Trainer, weil es ist echt nicht wenig, was da oben rumrennt. Und da links war ja auch noch was. Oh Gott. Problem ist, hier laufen Nidorinos rum. Ich hätte gerne Nidorinos. Radikal brauche ich nicht.
So, damit das schnell geht, machen wir mal Tauboga nach vorne. Und machen den Käferkämpfer mal hier platt. Und dann haben wir auch bald einen Tauboss. Ich freue mich nämlich schon, wenn ich in die Stadt komme, wo ich die Pokémon Go Pokémon übertragen kann. Dann kann ich mir nämlich Pokémon holen wie Fukano, die es hier in der Edition ja nicht gibt. Statt Fukano gibt es ja hier Mauzi. Und Fukano kann man bekommen, aber nur indem man 5 Mauzis tauscht. Und da ich noch keine 5 Mauzis habe, mal gucken, was er eintritt. 5 Mauzis oder der Pokémon Go Tausch. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, kann ein Nidoran weiblich kann schon mal kommen, das ist schon mal gut. Die hätte ich alle gerne mal gefangen. Erstmal seid ihr knuffig. Du King ist... Was machst du denn schon wieder? Och, das war zu schwach. So. Nido King hätte ich gerne. Och komm, ey. War doch kein Scheiß. Was? Dein Herz? So. Es kriegt den Ball ins Gesicht und in der Sekunde greift es an und es zählt nicht. Unglaublich. So, Nidoran weiblich. Es hat ein sanftes Gemüt und meidet den Kampf, doch da aus seinem kleinen Horn Gift austritt, ist trotzdem Vorsicht geboten. Ja. Jetzt hätte ich gern Nidoran männlich im Idealfall und dann könnte ich auch schon gehen, dann wäre es mir egal. Hier laufen zwar auch Nidorinos rum. Oh, warte mal. Ich kann einfach mal Lockduft benutzen. Ich habe extra ein paar gekauft gehabt. Damit die Hardcore spawnen hier. Hat die Karl Reunig, Habitak habe ich. Habitak habe ich. Radik, mein Gott. Wir haben in diesem Busch ein Rattenproblem. Und das Lockparfüm hält überhaupt nicht lange. Da ist er. Das knuffigere Zähnchen, finde ich. So, Nidoran männlich. Oh, rot. Dein verdammter Ernst, Mann. Himibeere. Die silberne Himibeere habe ich übrigens schon benutzt. Es tut mir leid. Für die Chanera, weil Chanera wollte überhaupt nicht in dem Scheißball bleiben. Und ich hatte keine normalen Bären mehr. Der Kampf hat so lange gedauert. Also dieses Fangen hat so lange gedauert. Dass ich da echt verzweifelt bin und die doofe silberne Beere benutzt habe. Wahrscheinlich war das total dumm. So. Damit hätten wir die beiden, die ich wollte. Sehr schön. Garotas hat aber eine Drachenattacke gelernt. Das hat er schon. Er stellt seine großen Ohren auf, um so seine Umgebung zu überwachen. Droht Gefahr, so greift es mit seinen Giftstacheln an. Sollte ich jetzt einwechseln gegen was denn? Aber ich hätte halt Nidoking. Ibitak, holy shit. Ich hätte halt schon gern Nidoking, aber man braucht ja einen Kingstein, ne? Moment. Achso, nee, ich muss hier hoch und dann links. Man braucht ja einen Kingstein dafür. Ich hätte gerne einen Kingstein. Dann würde ich Nidoran männlich sofort einwechseln. Nidoking habe ich schon lange nicht mehr gehabt im Team. Tatsächlich. Also. Man hatte nicht mehr so oft die Chance dazu. Oder Sichlor. Oh, man kann später so viele coole Pokémon im Team haben. Sichlor finde ich tatsächlich auch cool. Ich glaube, wir haben Pinsir. Moment, war Pinsir Sichlor? Ich glaube, Pinsir haben wir. In Evoli Edition ist eher so die Team Rocket Pokémon, ist mir auch aufgefallen. Ich habe da mal so einen Zettel gesehen auf Reddit. Evoli hat hier Arbok, Smogon, weiß nicht, hier Knofensa, also, ne? Ist ja auch ein, theoretisch ein Team Rocket Pokémon, weil Satzenia am Ende ja von James benutzt wurde. Im Anime. Au.
also ist das ja eigentlich theoretisch auch ein Team Rocket Pokémon. Wir haben Vulpix und die haben bei Pikachu Fukano und ich weiß gerade gar nicht. Irgendwie funktioniert das hier nicht so, wie es soll. Hat halt auch keinen Bock zu wechseln. So. Trotzdem hingehauen. So. 420 Poké-Dollar, 420, was ist denn da los? So, zack. Supertrank. Könnte ich eigentlich mal auf Tauboga benutzen. Wir wechseln Tauboga mal eben wieder aus. Gegen Smetbo könnten wir nie doch antauschen, oder? Smetbo benutze ich nie. Ich könnte genauso gut Lumanda nehmen. Ich nehme Nidoran. So. Wir haben es getan. Es ist vollbracht. Dünn, dünn, dünn. Wir nehmen nach vorne. Komm, wir nehmen nach Gyarados mal nach vorne. Ich rechne mal nicht mit Elektro-Pokémon, wo er eine harte Schwäche gegen hätte. Die Items? Das ist kein Item, das ist ein Pikachu. Pikachu freut sich über den Sieg. Ob da oben spawnt was Tolles? Egal, wir kämpfen jetzt erstmal gegen den kleinen Jungen hier. Ist ja jetzt auch gutes Training für Nidoran, ne? Ich hätte mir direkt Nidorino fangen können. Wäre ja langweilig. Dick da, das ist natürlich jetzt kacke. Obwohl, nee, ist gut. Ich habe nur keine Wasserattacke. Aber es ist gut, weil wir Flug sind und er uns nichts kann, theoretisch. Drachenroute. Ich hoffe, so ein kleiner Maulwurf schreit dich an. Bestimmt gruselig. Holy shit. Gyarados. What the fuck? Ibitak. Weiterkämpfen. Immer weiterkämpfen. Hat er frisch hier gefangen. Drachenrude. Na, wie oft trifft's mich? Dreimal. Okay, ist gut. Kann man machen. Oh, okay, du hältst was aus. Was werden wir Biss machen bei dir? Nice. So, schnell und präzise besiegt. Das habe ich wohl. Vor allem dein erstes Pokémon, wo ich schon nicht mehr weiß, was es war. Das habe ich ja instant zerstört. Dick da. Ja, das habe ich zerstört. So, dann haben wir hier schon mal die... Das ist ein Kampftrainer. Und Gyarados ist ein Flug-Pokémon. Heißt Kaka. Ich packe Evoli nach vorne. Ey, ich will gegen dich kämpfen. Da hätte Gyarados nichts zu lachen gehabt. Nimm deinen Stinkemorgen runter. Was hast du, Mankey? Immer nur Mankey. Wo ist Kikli? Wo ist Nocturne? Die will ich sehen. Das sind die coolen Kampf-Pokémon. So, wo Mankey auch cool ist. So, was haben wir denn? Doppelkick? Nö, macht ja keinen Sinn. Machen wir Biss. Oh. Hä? Egal, der ist zurückgeschreckt. Sehr gut. Dann mach jetzt Flackerbrand. Hey, wow. War alles ein Plan. Das Zurückschrecken war einkalkuliert. Ich hätte auch sofort Flackerbrand machen können. Ich will immer zu Feuerattacke Knisterladung sagen, aber ist es nicht. Das ist Flackerbrand. Das ist die Feuerattacke. Und nichts mit Knister. Die hat weggeguckt. Haha. Guck mal weg. Will man hier runter? Nein, eigentlich nicht, ne? Voll die Trap, Mann. Goldini. Oh, da können wir jetzt hier... Hat's gerade geknurrt. Das hat Bock auf Fischstäbchen. Da hätten wir Knister hier Flackerbrand machen sollen. Mein Gott, ich wollte es schon wieder tun, habt ihr gemerkt? So. Tauboga auch, dann bleiben wir doch. Dann machen wir die gleiche Attacke nochmal. Spiel das gleiche Lied nochmal. Okay. Oh, verdammt. Das tut weh. Okay, zack. Dieser Killerblick. Immer wenn es weiter so hört.
drehte sich zu dir um und guckte dich so an und so, ja, ich werde weiter töten, Meister. Ich ziehe meine Pokémon auf die dunkle Seite der Macht, ich sehe schon kommen. Die laufen später alle mit rotem Laserschwert und Darth Vader-Maske rum. Anscheinend haben wir das Schlimmste bisher geschafft. Oh, noch ein kleines knuffiges Tier noch anweibt. Es ist schon knuffig. Noch eins. Ich wollte nicht Pika. Hallo? Ich wollte ja wohl obviously das Item. Danke. So, warte mal. Ich denke mal, das ist irgendwie um. Ah, da kommt man nicht lang. Okay. Das ist einfach nur zum Surfen hinterher. Oder zum Angeln oder was auch immer man will. Hier ist ein Center. Sehr gut. Das ist ein Item. Dachte ich mir, Superlock-Parfüm. Ah, es gibt also auch Toplock-Parfüm und so. Das dann länger hält. Hallo. Ich fasse es nicht. Das ist doch dieser kleine Bengel, der uns ständig dazwischen funkt. Wo wollt ihr denn? Nie hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Wenn das so weitergeht, können wir dem Boss nicht mehr unter die Augen treten. Was bedeutet, dass dir jetzt eine ordentliche Abreibung bevorsteht? Nicht so schnell. Oh, sie hat einen Lapras. Sie muss nett sein. Oh. Ihr rottet euch zu viert gegen einen einzelnen Jungen zusammen, das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du dich einmischst, machen wir dich auch fertig. Ich übernehme die drei hier drüben. Kümmerst du dich um den Hampelmann dort? Klar. Die Antwort gefällt mir. Packen wir es an. Er guckt nicht so überzeugt. Der hat, glaube ich, keinen Bock. Der wurde gezwungen. Der hat auch nur ein Pokémon. Was hast du denn? Ein Radikal. Wow. Wieso seid ihr so Lappen? Sorry. Oh Mann, ey. Mach Flackerbrand, komm. Ich weiß, Doppelkick wäre es Schwäche gewesen, aber Flackerbrand ist cooler. Es fühlt sich befriedigender an. So, bist du mit deinen dreien schon fertig? Ich bin fertig mit meinem Einzelnen. Der hat übrigens nicht schlecht EP gegeben. Du bist doch nur ein Kind, wie kannst du so stark sein? Tschüss. Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Ich bin Lorelei von den Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich auch euch auch in Eiszapfen verwandeln, so wie eure Pokémon. Du gehörst zu den Top 4, in dem Fall Rückzug. Das war aber in der Originaledition nicht, ne? In dir steckt ein talentierter Trainer, du hast mich sehr überrascht. Verstehe, du sammelst also die verschiedenen Arena-Orden. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du dich der Pokémon-Liga stellst. Wir sehen uns wieder. Es ist irgendwie ironisch, dass Lorelei die Eistrainerin ist und feuerrotes Haar hat, oder? Ich finde sie wie lustig. So. Ich bin ein Ass-Trainer. Okay. Habt ihr irgendwas für mich hier im Center? Ich will nur den Gratis-Kram und werde dann nicht mehr arm. Dann heile ich meine Pokémon. Denn das ist gratis und kostet mich nichts. Denn sonst würde ich nie bezahlen. Und meine Pokémon quälen. Nein, würde ich nicht. So. So, raus hier. Trainer. Alles Trainer. Aber man kann ja mit dem Spaltschnitt den Weg abkürzen. Drei Superbälle. Jawoll. So, dann machen wir den einen Trainer hier noch. Warum auch immer du hier stehst. Und dann kommen wir zu der dunklen Höhle im nächsten Part. Dann haben die ganzen Trainer da rumplatzt. Oh mein Gott, das waren aber auch viele Kämpfe jetzt. Da bin ich ja schon ein bisschen froh. Habe ich ein Shiny Evoli oder so? Warum ist meins so viel heller als das? Guck mal. Oder ist es einfach nur, weil das voll das Tolle und weil das unser Evoli ist? Und das ist einfach andersfarbig und das ist so.
Bist viel zu shiny dann. So, Anton, es tut mir leid, aber du wirst jetzt leider die Knisterladung abbekommen. Das ist so befriedigend. Und dann der Damage, der daraus drückt. Da kann keine Attacke mithalten. Das ist wie Rankenhieb. Das ist auch sehr befriedigend. Aber Rankenhieb kann Evoli leider nicht. Das wäre komisch, wenn aus Evoli auf einmal Ranken rauskommen würden. Das wäre sehr merkwürdig. So, den Trainer machen wir jetzt natürlich auch noch. Dann haben wir die auch fertig gemacht. Trainer Coach. Kapuzzi. So, wir müssen unser Evoli mal wieder knuffen. Knisterladung. Bam. Und wir machen sogar Kapuzzi One-Hit weg. Kapuzzi hat eigentlich eine gute Defense. Alter Vater. Pikachu kann übrigens auch Donner. So, wir kämpfen weiter. Also Donner hat Pikachu auch schon gelernt. Was machen wir mit dir? Komm. Oder reicht's nicht? Aber es ist paralysiert. Nice. Aha. Kitsching. Profit. Machen wir es einfach nochmal. So der Killer, ne? Ich habe auch noch ohne Ende Flottbonbons. Ich kann eigentlich meine Pokémon noch schneller machen. So. Mein Evoli haben wir immer dabei. Eigentlich kann ich... TM13 Durchbruch. Eigentlich kann ich Evoli die halt echt geben. Vielleicht mache ich das bis zum nächsten Part. Hier, schaut mal meine Bonbon-Tasche. Oh, ab Level 30. Warte mal. Stärke Bonbon plus. Catching. Catching. So. Stimmt, die kann ich ja jetzt aufteilen. Okay, das mache ich eben und wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli. Ciao, ciao.